Willkommen zu einer neuen Folge Raid am Mittwoch und heute ist der zweite Weihnachtsfeiertag. Wie ihr seht an unserem Kollegen, dem Schneemann, weil der Weihnachtsmann ist out. Der hier leuchtet sogar, der wechselt seine Farben. Jetzt ist er grün, jetzt wird er blau. Wenn das nicht so hell wäre, würdet ihr das natürlich viel besser sehen. Ideal fürs Nachtschränkchen. Und er wünscht euch natürlich auch eine frohe Weihnacht noch und besinnliche Feiertage. Aber weil Mittwoch ist und ich euch letztens versprochen habe, dass natürlich die nächste Raider-Mittwoch-Folge wieder Mittwoch kommt, nicht Donnerstag, lasse ich mich auch nicht lumpen und präsentiere euch heute wieder die Highlights der Woche und natürlich den Schocker der Woche. Also legen wir los. So, los geht's wieder mal mit einer neuen Arena. Es ist schon wieder passiert, Kreissporthalle Werratal. Da gab's wieder eine neue Arena für uns, wo wir jetzt Raids machen können, man wieder was hat, was man auf Gold bringen kann. Sehr cool, in dem Zusammenhang natürlich auch ein neuer Stop. Das Freizeitzentrum Kreisjugendring. Ist ja immer so, wenn neue Stops auftreten in den bestimmten Zellen, dass andere Stops dann natürlich zu Arenen werden, wenn viele Sachen da sind oder generell neue Stops reinkommen, die direkt Arenen dann sind. Und ja, wir warten alle immer noch gespannt auf das Feature, dass man direkt in Pokémon natürlich Stops einreichen kann, aber das nutzen viele sicherlich dann aus für dämliche Scheiße. Also lassen wir uns dafür noch ein bisschen Zeit. Denn es geht auch so, der linke Networks hat uns gepostet, er hat einen Mantyrps bekommen aus einem 7-Kilometer-Ei und die Dinger sind ja wirklich sau selten, also nicht nur Mantyrps, auch Kingblim oder wie das heißt und Mamfaxo, obwohl Mamfaxo bis jetzt die meisten Leute gesichtet haben, hat auch die größte Chance, trotzdem sehr gering, aber die größte von den drei und Mantyrps also richtig selten. Horst of Death, es ist vollbracht. Weihnachts-Pikachu von 2016 hat's geregelt und da hat er sich also ein 96%iges Glücks-Meltan rangezüchtet, was er jetzt entwickeln kann und pushen oder für PvP, je nachdem wie viel das erreicht. Glückwunsch dafür. Der Bockwurst-King, so fängt der Tag gut an. Ein 100%iges Karmaub aus der Feldforschung. Und das soll ja auch, das Kamerup soll auch richtig gut für PvP-Kämpfe sein, weil das wirklich ein ganzes Spektrum an Attacken hat, die nicht unbedingt zum Typ gehören und den Gegner richtig überraschen können. Also coole Sache. Dann habe ich mein erstes Pionskora gefangen und das war natürlich auch so eine Sache, als ich mit Philippone rum bin, als ich mit Bob rum bin, als ich mit Hossi rum bin. Es ist öfters auch mal so ein Schatten aufgetaucht. Und man ist dahin und es war weg und dann hat es woanders wieder einen Schatten angezeigt. Und das ist auch sehr selten natürlich. Schneebedeck jetzt neu dabei, wisst ihr alle. Pionskora auch neu dabei, aber viel seltener. Glibungel auch richtig selten. Und den komischen Fisch habe ich noch gar nicht gesehen. Da weiß ich den Namen sogar nicht mal, weil ich den noch nie gesehen habe. Genauso wie Bronzel. Aber hier gutes Level gleich gehabt, 846. Natürlich Weiterentwicklung für 50 Bonbons, wie bei den anderen Teilen auch. Und ja, kann es natürlich abgehen. Dann gab es wieder mal Weihnachts-Pichus aus Eiern. Und da habe ich gedacht, ich habe letztes Jahr noch gar keins bekommen. Habe dann gesehen, ich habe vom letzten Jahr doch schon eins gehabt. Jetzt auch wieder. Und die könnt ihr natürlich auch als Shiny bekommen. Der Tobi zeigt uns. Danke Ramon fürs Warten. Hat ein 93%iges Heatran oder Heatran dann bekommen aus dem Raid. Glückwunsch dafür. Ich habe mein Kramchef entwickelt, mein 100%iges auf Level 40 direkt. Kommt auf 2711. Kann man auch mal mitnehmen. Horst of Death in seinem ersten 7er-Ei, ein Mamfaxo. Dann dachte man, okay, das wird jetzt auch hinterhergeworfen. Aber wie gesagt, ist wirklich selten, denn ich habe schon 10 Millionen Eier gebrütet und habe einfach keins bekommen gehabt. Die Terrorzicke zeigt uns ein Shiny Schuppet, denn die gibt es ja immer noch. Alles dabei, wunderbar. Ein 98%iges Heatran, auch wieder. Wem das gehört, das werden wir später noch rausfinden. Ein wildes Aquana saß mal wieder am Rathaus, fand ich auch cool, die Dinger sind ja selten, manche wussten gar nicht, dass es die gibt und deswegen ist es immer besonders, wenn man so eine Evoli-Entwicklung wild fangen kann. Hab ja damals in meinem Abo-Special auch gezeigt, eins am Schwimmbad, jetzt am Rathaus, das habe ich mir leider nicht geholt, aber egal, wer das gesehen hat, der ist sicherlich dahin und hat Bock drauf gehabt. Pupsi zeigt uns, die hat nämlich auch ein 98%iges Heatran auf ihrem Handy gehabt, hat auch 18 Bälle gehabt und ja, der Xtreme genauso, danke an Ramon für seinen hervorragenden, uneigennützigen Einsatz, hat auch ein
98%iges Heer dran bekommen, wo ich einen Raid für ihn natürlich mitgemacht habe, weil er keine Zeit hatte, und habe auf seinem Account einen 98er gefangen, genauso wie Pupsi, das habe ich ja auch gefangen, genauso wie Philippone, wo ich auch für ihn einen mitgemacht habe, er auch eins bekommen hat, und das hat gar nicht mehr aufgehört. Die ganzen Leute haben 98er bekommen, also die wurden richtig rausgehauen und ich ging immer leer aus. Der Black Scarwolf hat da ein bisschen getauscht und hat ein 98%iges Glückstraunvogel bekommen. Könnte er theoretisch jetzt entwickeln. Sinusstein hat er ja, Bonbons hat er auch genug. Dann nochmal von Philippone eine Danksagung. Grüße gehen raus an den Dicken, der also auch eins bekommen. Und ihr seht schon, 3639, aber der ist nur Level 38, also er kann es nur bis Level 38 hochziehen. Deshalb, ihr wisst ja, das kommt alle auf 3700 noch was, wenn ihr das Video von gestern gesehen habt, wo Bob sein 100er hatte. Voices told me to burn things. Extreme mit einem Glumanda-Bild, und das sieht auch sehr cool aus, also das würde ich mir auch gleich wieder als Tattoo stechen lassen. Ich stehe auf so komische, dämliche Sachen, diese verrückten Augen. Fand ich cool, wollte ich mit reinnehmen einfach mal. Dann bin ich aufgestiegen mit 2411 Sky oder 2411 Ski. Und du seid jetzt beste Freunde, auch mit reingenommen. Ich wusste bis zu dem Zeitpunkt immer noch nicht, wer das eigentlich ist. Muss jemand aus Suhl aber sein. Habe ich danach aber leider aus der Freundesliste genommen, weil wir haben eh nie gekämpft, haben keine Raids zusammen gemacht und die Freundesliste ist ja permanent voll, die 200 Plätze immer gefüllt. Danke dafür trotzdem und fürs fleißig Geschenke schicken. Jetzt wieder Platz natürlich für andere Leute, dass da welche nachrücken können. Dann ein Shiny Grand Bull, wie ihr seht, und da geht natürlich Grüße raus an Marco. Der Nebels, den kennt ihr ja vielleicht, habt ihr auch schon mal gehört, der mir da sein Shiny Snubbull noch abgedrückt hat, ganz günstig. Und ich dann zwei hatte und somit jetzt ein Shiny Grand Bull entwickeln konnte. Die Tina hat ein bisschen getauscht und hat jetzt ein Glücks-Cresselia bekommen mit 82%. Hat es schon länger natürlich gehabt, hat es aber vergessen zu posten. Und Marco hat auch immer gesagt, schick doch nochmal was rein, das kann er doch auch zeigen. Sieht natürlich auch gut aus, das ist sowieso so rosa und golden, hat jetzt noch einen goldenen Hintergrund. Glückwunsch dafür, der Keller auch ein bisschen getauscht, schneebedeckt, ganz neu jetzt im Event. Die Pokémon hat ein 91-93%iges bekommen. Ich habe leider noch kein Lucky, denn ich habe noch gar nichts getauscht von den neuen Sachen. Muss ich aber auch noch machen, weil ich wollte ja gucken, dass ich jedes Mal als Lucky auch bekomme. Der Bockwurst-King hat gekämpft gegen gar nichts, einmal verloren, zweimal gewonnen, aber insgesamt gleich 3 Sinusteine mitgenommen. Richtig krasse Sache und viele Leute berichten ja da immer, ja, ich habe jetzt schon 20 Kämpfe gemacht, kein Sinusstein, nichts, der ist so scheiße. Und andere, die kriegen dann einfach hinterhergeschmissen. Ihr seht, alles ist möglich. 3 Stück bei 3 Kämpfen, mehr geht einfach nicht. Den vierten noch vom Trainieren, vom Trainer, dann passt das. Hier habt ihr einen Landturm, beziehungsweise habt ihr keinen Landturm aus der Feldforschung. Man sieht es nämlich einfach nicht. Sah aber gut aus, wollte ich auch mal mit reinnehmen. Ist ja immer lustig, wenn man so ein paar Grafikfehler oder Bugs auf Kamera festhalten kann. Ich bin natürlich nochmal aus dem Kampf dann raus, also aus dem Fang. Bin nochmal drauf, da war es dann da, hab ich dann mitgenommen. Die Tina hat dann auch gerade ihr erstes Bronzel gefangen, was ich immer noch nicht hatte, das noch seltener ist als dieser Skorpion. Also schneebedeckt sitzt ja überall, der Skorpion sitzt selten irgendwo, aber Bronze habe ich bis jetzt einmal vielleicht gesehen und sonst gar nicht. Also es ist auch richtig selten und wie gesagt, den Fisch überhaupt nicht. Dann habe ich mein bestes Heatran bis jetzt bekommen. Nachdem die anderen alle ihre 98er bekommen, gab es für mich halt ein 96er. Hauptsache mit 15 Angriff, das hat mich gefreut. 21,35, kann man mal mitnehmen. Der Leosai hat auch ein 98%iges bekommen. Wie gesagt, die hauen die Dinger wirklich raus. Und man muss es natürlich dann auch erstmal fangen. Bei ihm auch die Max-WP von Level 38 angezeigt. Deswegen nicht wundern, hier steht 3600 und bei mir 3700, obwohl das weniger IV hat. Aber der Trainer-Level muss auch passen, damit ihr das wirklich komplett hochziehen könnt. Aber das kommt ja alles mit der Zeit. So, Linsira hat noch einen Shiny Schnäppke mitgenommen. Ein Wick-Bonbon, hat sie da gesagt. Wieder mal Glück bei den Shinies sowieso.
Und dann haben wir auch gleich eine Shiny Arena gebastelt. Bei mir vom Haus habe ich das gesehen, hat sie ihr Shiny Botogel reingesetzt, ihr Shiny Absol, ihr Shiny Schnäppke. Ich habe dann noch ein Shiny Traumado und Shiny Weimar dazu gesetzt. Das Voltilam war, glaube ich, auch von ihnen. Also die ganze Arena voll, nur mit Shinies, obwohl alles so zart rosa gehalten ist, aber das Wickbonbon total heraussticht mit seinem Blau, Eismint, Grün, Blau, meine ich. Guck mal, was ich mir heute Nacht gebastelt habe. Der Host of Death hat sich ein paar Sneebels hin und her getauscht und hat jetzt sein 98%iges Glücks-Sneebel. Glückwunsch. Könntest du ja vielleicht entwickeln. Mich wird schon wieder stören, dass es nur 14 Angriff hat. Da würde ich lieber noch einen 96er mit 15 Angriff hochziehen und entwickeln, als ein 98er mit 14. Aber vielleicht kann man dann doch irgendwann die IV nochmal verbessern. Durch Training, durch irgendwas. Wäre eine natürlich eine richtig gute Funktion, dass man die 98er, die man alle hat, eben auch verbessern kann, denn es ist wirklich sonst nur eine reine Glückssache, wer jetzt ein gutes, legendäres auch aus einem Raid hingestellt bekommt und wer ein schlechtes bekommt. Manche, die machen 100 Raids und haben nur schlechte, manche machen einen Raid und kriegen gleich einen 100er und sind dann gesättigt. Deswegen, irgendwo sollte das trotzdem auch ein bisschen von der Aktivität und von dem, ja, von dem Können des Spielers auch abhängig sein. Und wenn man bestimmte Aufgaben erfüllen müsste, um bestimmte Werte des Pokémons zu steigern, das fände ich natürlich noch eine richtig gute Sache. Dann bräuchte ich zwar alle 98er, die ich weggeschmissen habe bisher, wenn ich dann einfach nur noch einen Wert hätte verbessern müssen, damit ich lauter 100er habe. Aber gut, im Nachhinein ist man immer schlauer. Der Bockwurst King auch ein Mamfaxo gebrütet, 18 Bonbons dafür bekommen. Und das sieht immer noch richtig komisch aus, wie so ein Mülleimer einfach. Der Brian aus Thema ein Shiny Azuril bekommen. Azuril, ein Azuril bekommen aus einem Ei. Finde ich auch richtig cool. Wieder so ein seichtes Pfeffigrün natürlich. Dann habe ich meine 50 Trainerkämpfe in der Superliga vollgemacht, die Silbermedaille bekommen. Denn irgendwie in den anderen Ligen wollen gar kein, will niemand kämpfen. Die wollen alle immer nur die Superliga. In die anderen traut sich keiner ran. Da habe ich einfach ein Pikachu im Schnee mit reingenommen, warum auch immer. Hier noch ganz normal. Hier wird es bedroht, Hände hoch oder ich schieße, ne? Aber ich habe dann geschossen und zwar den Pokéball, habe das eingetötet. Dann habe ich ein zweites 96%iges Heatran bekommen, aber ihr seht schon, was mich immer stört, nur 14 Angriff. Also weg damit. Wow, und ein 100%iges hinterher. Das habt ihr also im Video von gestern gesehen, wo ich so gehypt war, ein 100%iges 3754. Ja, 3732, 3754. Der Unterschied ist halt nicht sehr groß, aber natürlich will man Perfektionist sein und immer die 100er haben mit 315er werden. War wie gesagt nicht meins, habe ich für Bob gefangen, weil ich für ihn da den Raid mitgespielt habe und er hat das dann auch gleich hochgezogen. 3754 Feuerwirbel Steinkante. So, jetzt hat er natürlich keine Bonbons mehr und keinen Sternstaub. Ich bin schuld. Dann haben wir wieder eine neue Arena bekommen, die Sportanlage in der Wiesenstraße. Ist jetzt auch eine Arena geworden, wurde natürlich gleich besetzt. Und der Bockwurst King gerade gebrütet mit einem, was ist das, Pi? Ein 100% Pi aus dem Ei. Finde ich auch cool, die Baby-Pokémon da 100er zu haben, weil die könnt ihr ja wirklich nur aus Eiern bekommen. Die könnt ihr nicht mit Maps finden oder wenn ihr euch mit Freunden absprecht, wo was sitzt, dass da jeder sich was holen kann. Deswegen sind die immer ganz besonders wertvoll. Und ihr seht schon, wenn er das entwickelt und auf Level 21,5 zieht, hat er dann ein 1497er, was er vielleicht sogar für die Superliga nehmen kann. Aber ich habe da noch nie jemanden gesehen, der mit Baby-Pokémon antritt. Nee, das ist ja dann gar keine, muss es ja entwickeln. Wieder mal Denkfehler, kein Problem. Da ein Shiny Botogel und das ist was ganz Besonderes, das heißt Pupsi. Weil das hat mir nämlich Pupsi mitgebracht. Die war nämlich in Meiningen unterwegs und hat da kurz mal das Handy raus, hat nur ein Botogel angetippt, wollte da kurz mal eins mitnehmen, hat ein Shiny bekommen, auch relativ in kurzer Zeit jetzt, das Event läuft ja noch ewig, aber sie hat eins bekommen, hat mir das dann mitgebracht, hat mir dann eine Überraschung draus gemacht und gesagt, ich habe noch was für dich, hat mir das dann an Heiligabend einfach rübergetauscht, das war sozusagen mein Weihnachtsgeschenk, richtig toll natürlich, habe ich dann umbenannt gleich in Pupsi als Erinnerung, damit ich auch weiß, von wem es kommt und wann es kam, mein Weihnachtsgeschenk, ein Shiny
Bodogel. Schöne Sache natürlich. Dann haben wir noch einen neuen Stop bekommen. Der Busbahnhof in Hildburghausen ist jetzt also auch ein Stop geworden. Die Terrorziegel hat auch noch einen shiny Schnäppke bekommen. Die gibt es ja auch momentan überall. Der Tobi, Glückwunsch auch dafür, hat aus seinem Feldforschungsdurchbruch ein Shiny Arktos bekommen mit 1267. Wer da also an den Arktos-Tagen nicht gespielt hat, dem einem da was entgangen ist, der hat ja jetzt die Möglichkeit, die Vögel aus den Feldforschungsdurchbrüchen noch zu bekommen im Dezember, auch in Shiny-Form, wenn euch da kein Suicune dazwischen kommt, was richtig unnütz ist natürlich. Oder ihr kriegt öfters natürlich die Vögel normal, aber manche haben Glück, wie bei Quede, der da mit seinem Shiny Labrador aufgetrumpft hat. Tobi jetzt also mit dem Shiny Arktos hinterher. Bockwurst King aus der Feldforschung, aus einer normalen Aufgabe, ein 98%iges Entoron. Das kann man auch mal mitnehmen. Ja, wenn er das natürlich hochzieht auf 2444, ja, würde ich natürlich nicht machen, aber hätte auch was für die PvP liegen. Und er hat aus der nächsten Feldforschung ein 100% Voltoball bekommen auf Level 15. Ihr wisst natürlich, und das ist cool, Level 15, 15 Angriff, 15 Verteidigung, 15 KP. Voltoball auch eins, was in meiner Sammlung noch fehlt als 100er. Leider. Ilin Sira hat mal wieder getauscht. Bingo hat zwei Schnäppke miteinander getauscht, hat ein 98%iges und ein 100%iges bekommen. Ein 100% Glücksschnäppke auf Level 25. Auch richtig krass. Jetzt wollte ich sagen, richtig saftig, aber da kriege ich gleich eine Klage an den Hals, glaube ich. Deswegen nicht saftig, richtig limonadig das Ganze. Und Glückwunsch dafür. Schnäppke habe ich auch noch nicht getauscht. Dann ging es richtig ab, das war am ersten Weihnachtsfeiertag, also gestern. Da bin ich dann nach Hibu gekommen später, nachdem wir bei der Familie waren. Pupsi ist nochmal kurz heim und ich habe gesehen, da ist so viel in der Umgebung und das war ein richtig besonderer Moment für mich. Ich wollte eigentlich nur fix Arenen machen, habe dann jemanden getroffen. Grüße gehen raus an Manowar und an Pierre natürlich, auch Grüße an Thorsten. Und Manowar hat mich da mitgenommen. Wir sind abgefahren, haben drei Raids zusammenhängend gemacht mit Glücksei, haben dann noch einen vierten Raid an der neuen Arena gesichtet und gesagt, den machen wir auch noch schnell mit. Ich hatte ja eh gerade Zeit, bis meine Dame wieder da war. Und Pierre hat uns dann kurz eingeladen auf ein Weihnachtsbierchen am Weihnachtsfeiertag zur Überbrückung, bis der Raid aufgegangen ist. Fand ich eine richtig coole Geste natürlich, gerade in letzter Zeit, wo alles so stressig und gehässig und komisch war, war das ein Moment, wo man wieder mal ein Stück näher zusammenrücken konnte, die Menschlichkeit durchdringen konnte in den Leuten. Vielleicht lag es einfach an Weihnachten oder auch nicht, vielleicht ist morgen auch schon wieder alles anders, aber in dem Moment war das ein schöner Moment für mich, einfach mal in Frieden und Ruhe zu leben und vier Raids natürlich mitzumachen, plus gratis Bier, was will man mehr? So, weiter geht's dann. Bin ich nämlich heimgelaufen. Ist wo, Alter, was ist heute Abend? Ich sage dir. Bin ich dann heimgelaufen, weil ich wurde am Strich ausgesetzt, wie so ein kleines Findelkind. Da sind mir nochmal die Eier aufgegangen, bestimmt vor lauter Freude. Und da habe ich gesehen, waren es wieder zwei Isso und ein Mamfaxo. Und das war das erste Mamfaxo, was ich auch selber gebrütet habe. Ein Junge, ich habe mir dann gleich vom Bockwurst-King noch ein Mädchen rübergetauscht. War ja dann günstig, weil ich den Eintrag schon hatte. Jetzt habe ich also einen Jungen und ein Mädchen. So muss es sein, da können die miteinander spielen. Und der Bockwurst-King, so viel Glück wie er hatte, hat auch gleich ein Shiny Pichu mit Weihnachtsmütze gebrütet. Wo er ein bisschen Pech hat, weil er in seiner letzten Nachricht mal geschrieben hatte, das nächste Shiny, was ich bekomme, bekommst du. Einfach aus Dankbarkeit, weil ich ihm auch geholfen habe bei seinen Aufgaben letztens. Er ewig einen Alola Knogger noch gesucht hat, als er die Dragosso-Aufgabe fertig hat. Hab danach auch gleich ein Heatran für ihn gemacht. Also, er ist natürlich ein Ehrenmann, er hält sein Wort, auch wenn das schweren Herzens ist, wollte er sich dann von dem Pichu lösen. Leider hat das mittlerweile schon weiterentwickelt zum Weihnachts-Pikachu, was richtig behindert ist, weil wie gesagt, ihr könnt ja die Baby-Pokémon nur aus den Eiern brüten, da Shinies zu bekommen, ist eben viel seltener. Ihr müsst erstmal muss das Event sein, ihr habt nur in der Eventzeit die Möglichkeit, ein Weihnachts-Pichu zu brüten, dann müsst ihr erstmal ein Weihnachts-Pichu im Ei haben, weil da kommen ja so viel anderer Mist raus und dann muss es auch noch Shiny sein, ihr braucht also dreimal Glück.
werden ihr Weihnachts-Pikachu mit Mütze in Shiny viel häufiger antreffen oder finden können. Da braucht ihr nur einmal Glück, genau in dem Moment, wo ihr einfach eins andrückt, dass das Shiny ist. Und das war's. Und es sitzt alles voll einfach mit Weihnachts-Pikachus mit Mütze. Da ein Shiny zu bekommen, ist natürlich viel wahrscheinlicher, aber kein Problem. Wenn ich dann ein zweites habe, habe ich eben schon ein günstiges Pikachu mit Weihnachtsmütze als Shiny und kann ein Weihnachtsreitschuh mit Mütze machen. Aber das Pichu fehlt dann immer noch. War gut gemeint, ging ein bisschen nach hinten los, aber trotzdem, es ist geschenkt, das sagt man nichts und es hat wenigstens trotzdem seine Mütze auf. Und ich sag so wenig, dass ich eine halbe Stunde drüber rede. Dann noch ein Screen, den ich trotzdem mit reinnehmen wollte, auch wenn er nicht direkt zu unserer Community gehört, aber der Jakob, der verfolgt mich ja die ganze Zeit schon auf Facebook oder auch auf YouTube. Und er hat mir den Screen geschickt, da ist er einfach weggelaufen, dass sein Männchen einfach abgehauen ist. Ja, normalerweise ist er immer direkt vor euch, vor eurer Nase. Seiner ist einfach mal losgerannt, der hat es eilig gehabt, wollte schon auf zum nächsten Raid oder der wollte einfach aus dem Spiel verschwinden. Sieht man auch selten solche Sachen. Mein Männchen läuft zwar weg, aber der Bildschirm geht mit, aber dass er einfach vom Bildschirm abhaut, habe ich so auch noch nicht gesehen. Grüße an Jakob auf jeden Fall. Und eigentlich hätten wir auch schon längst mal unsere Freundescodes austauschen müssen, sind nämlich immer noch nicht befreundet. Aber schreiben auch öfters miteinander und vor allem verfolgt er mich immer, richtig gute Sache, können wir ja noch nachholen. Und dann heute das letzte Ding am Stop, als ich nach Hause kam, kurz bevor ich diese Folge jetzt aufnehmen wollte, habe ich aus der Feldforschung noch ein 98%iges Shiggy gebrütet, nein, bekommen. Das ist jetzt nicht so krass, ist ja nur ein 98er, ist auch nur ein Shiggy, 2460. Aber das wollte ich trotzdem mal mit reinnehmen, damit die Folge vollständig ist und ich noch einen richtigen Abschluss habe. Das war's von jetzt. Jetzt kommt gleich noch der Schocker der Woche. Und den Schocker der Woche habt ihr hier, denn alle freuen sich über Bodogel, alle freuen sich über Shiny Bodogel, alle freuen sich über ein 100er Bodogel, aber ein 100% Shiny Bodogel ist wohl wirklich das krasseste Weihnachtsgeschenk, was man bekommen kann von Niantic, Merry Xmas auch genannt, und das Ganze kommt von Julian Julian BA mit Herzchen, also der hat's gerissen. 100% Shiny Bodogel und da wäre ich auch so gehypt, das Ding hätte ich auch einfach komplett hochgezogen und gemaxt, einfach ohne drüber nachzudenken, auch wenn es ziemlich dumm ist, das zu tun, weil es hat ja so auch einen guten Wert, also keinen Wert in dem Sinne, sondern so einen Wert halt, aber muss ja jeder selber wissen, Hong würde das bestimmt machen. Mich wahrscheinlich auch. Julian würde das bestimmt nicht machen. Der nutzt seinen Sternenstaub lieber schlau und setzt den gut ein und verballert den nicht einfach für sinnlose Sachen. So, das war es aber von diesem Mal. Wir verabschieden uns mit diesem Shiny 100% Bodogel. Wir wünschen euch noch ein paar besinnliche Feiertage. Genießt noch den restlichen zweiten Weihnachtsfeiertag und die restlichen Tage natürlich auch jetzt in der Zwischenzeit bis zu Silvester. Wir sehen uns ja dann nochmal irgendwann. Und bis dahin natürlich Peace out, Vorhaut und Schneemann, euer Ramses.